Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte heute eine neue Rubrik starten, die da heißt drei Bücher, die. Das habe ich jetzt schon mehrfach auf BookTube, sowohl dem englischsprachigen BookTube als auch dem deutschsprachigen BookTube gesehen und fand das eigentlich immer ganz witzig. Ich werde dazu auch noch eine Umfrage auf Instagram starten, bei der ihr dann auch Vorschläge machen könnt, welche Videos ich damit aufnehmen könnte oder welche Themen ich damit aufnehmen könnte. Heute starten wir mit dem ersten Thema, das ich selbst ausgewählt habe. Das da heißt, drei Bücher, die du wegen des Covers gekauft hast, aber die dich enttäuscht haben, oder drei Bücher, die ich wegen des Covers gekauft habe und die mich dann final nach dem Lesen enttäuscht haben. Ihr werdet im Titel sehen, wie ich mich dann entschieden habe, wie ich es nennen möchte. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Buch. Und dieses wäre The Curse Unbroken von Ivy Kasi, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Ja, wie ihr seht, ein wunderschönes Cover und ich glaube, das ist eins der Cover, wenn ihr mein Regal durchschaut, wo ihr auf jeden Fall auf den ersten Blick sagen würdet, das ist Jules, weil es ist lila. Punkt Nummer 1. Mondphasen, Punkt Nummer 2. Und ja, was Mondphasen betrifft, da kann man davon ausgehen, dass es sich um das Thema Hexen dreht. Da bin ich ja auch immer ganz gern für zu haben. Es ist auf jeden Fall eine 12 von 10, rein optisch. Aber leider konnte mich der Inhalt nicht überzeugen. Ich habe das Buch von Ivy mit Ivy gelesen. Und wir waren uns da auch schnell einig, dass das Buch nicht so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich werde euch gleich mal den Klappentext vorlesen und dann werde ich euch erzählen, was davon einfach absolut gar nicht zugetroffen hat, ist. Ihr wisst, was ich meine. Kann sie ihm helfen, den dunklen Blutfluch zu brechen? Gemma Stone ist eine moderne Hexe, die in den sozialen Medien zeigt, wie man die Kräfte der Magie im Alltag nutzen kann. Eines Tages trifft sie den attraktiven und mysteriösen Darren, der dringend ihre Hilfe braucht. Er will endlich den Blutfluch brechen, der ihn daran hindert, gewisse brisante Informationen ans Licht zu bringen. Schon bei Gemmas und Darrens erster Begegnung fühlen sie eine beinahe magische Anziehungskraft und je mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto tiefer wird ihre Verbindung. Doch Darren hat ihr nicht die ganze Wahrheit über sie gesagt. Ja, über sich gesagt. Und während Gemma versucht, den Fluch zu brechen, stößt sie auf seine dunklen Geheimnisse. Geheimnisse, die ihre Welt in Flammen aufgehen lassen können. Ja. Also, ich sag mal so. In dem Klappentext wird eine moderne Hexe beschrieben, die über Social Media ihre Weisheiten verteilt. Das ist vielleicht im ersten Kapitel noch der Fall. Aber danach wird das Thema quasi zu 95% ad acta gelegt. Es geht nur noch darum, dass sie einen Online-Hexenzirkel hat, den sie 2-3 Mal im Buch um Rat fragt. Aber ansonsten wird das ganze Thema Hexe auf Social Media und moderne Hexe und allgemein Social Media, Instagram und Co. komplett wegignoriert. Was für mich eigentlich schon ein Kaufgrund war, weil ich das ganz spannend fand. Oder weil ich die Idee dahinter super spannend fand und wissen wollte, wie das eben umgesetzt wurde. Also mir hat es gar nicht gefallen, weil es einfach so wegignoriert wurde. Was allerdings von dem Thema Hexen mit aufgenommen wurde, war, dass Gemma sich mit Kristallen auskennt und auch nicht müde wurde, uns auf 520 Seiten auch wirklich mindestens alle 20, 30 Seiten etwas über Kristalle zu erklären. Also nach dem Buch war ich definitiv schlauer, was das Thema Heilkristalle oder Kristalle und ihre heilenden Kräfte angeht. Aber deshalb habe ich das Buch nicht gekauft. Die Liebesgeschichte war für mich auch so lala. Also ich sag mal so, dieser Hintergrund dieses Blutfluchs, das war schon ganz spannend, aber da wurde dann auch ein Element mit aufgenommen, das ich total Banane fand. Und
ja, die Umsetzung, was alles hinter diesem Fluch steckt, war jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, das hätte ich ja nie kommen sehen und das hat mich jetzt ultra vom Hocker gehauen. Wuhu. Ja, keine Ahnung. Irgendwie war ich beim Lesen nicht zufrieden. Ja, was soll ich euch sagen? Es war einfach ein schönes Cover und die Story konnte mich nicht überzeugen. Deshalb hat es das Buch auch hier ins Video geschafft. Und es macht mich auch sehr, sehr traurig, dass es so ist. Das nächste Buch, auf das habe ich super lange hingefiebert, weil ich Band 1 und 2 der Reihe schon mega toll fand. Und leider konnte mich Band 3 so absolut gar nicht überzeugen, obwohl ich die Protagonistin eigentlich in den ersten beiden Bänden so klasse fand und mich total auf ihre Geschichte gefreut habe. Ich spreche von Gewitterleuchten von Anja Omar. Ich mag Anja total gerne. Ich mag ihren Schreibstil total gerne. Ich mag es, dass sie immer irgendwelche schweren Themen mit aufgreift und eine lustige, bunte Truppe drumherum schreibt, dass das Ganze nochmal ein bisschen auflockert. Hier noch einmal das Cover von Nahem. Also ich liebe ja diese Ornamente, diese Zeichnungen. Ich hätte ja gern echt sowas in der Art auch als Tattoo. Ja, we will see. Hier auch noch mit diesem Farbschnitt. Die komplette Reihe wurde mit unifarbenem Farbschnitt gemacht. Und ich liebe diese Optik. Also das ist auch eins der schönsten Bücher, die ich hier im Regal habe. Die ganze Reihe ist eine der schönsten, die ich im Regal habe. Und jetzt erzähle ich euch noch schnell, um was es geht. Ich kann dich nicht hassen. Ausgerechnet Leo. Wieso muss es ausgerechnet sie sein, die ihm im Krankenhaus beisteht, nachdem sein Vater einen Unfall hatte? Und wieso fühlt es sich so gut an, von ihr gehalten zu werden, wo Aaron sie doch seit ihrer gemeinsamen Kindheit immer wieder von sich stößt? Ich will dich nicht lieben. Ausgerechnet jetzt. Wieso muss Aaron ausgerechnet jetzt anfangen, nett zu sein, wo Leos Herz vor Sorge um ihren Ziehvater eh schon Risse bekommen hat? Denn wenn Aaron diesmal wieder in sein übliches Verhalten zurückfällt, könnte er ihr endgültig das Herz brechen. Und wie gesagt, ich mag Leo, um die es hier in dem Band geht, super gerne. Ja, Aaron war jetzt noch nie mein Favorite, aber ich dachte, vielleicht lernt man ihn hier von einer anderen Seite kennen. Hat man teilweise auch, aber ich habe die Beziehung zwischen den beiden, die quasi von, ich nenne es mal Soft Enemies to Lovers ging, nicht greifen können. Ich habe ihre Handlungen nicht nachvollziehen können. Ich habe ihre Denkweise nicht nachvollziehen können. Und das ist bei mir immer schon so ein Knackpunkt, wenn ich mit den Protagonisten nicht warm werde und nicht verstehen kann, warum sie Dinge tun, die sie tun, dann ist es für mich ganz schwer, am Ball zu bleiben. Und ich habe mich tatsächlich, ich glaube, durchs letzte Drittel einfach nur noch durchgequält, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht. Lustigerweise habe ich das Buch auch mit Ivy gelesen. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich ihr am Schluss einfach nur erzählt, wie es ausgeht, damit sie sich das nicht antun muss. Das klingt jetzt voll gemein, ich weiß das. Und da hatte ich gerade mit Ramona Nella gestern die Diskussion drüber, wie weit kann man kritisieren, ohne zu verletzen? Oder wie fasst ein Autor oder eine Autorin das auf, wenn man einfach sagt, ich wurde mit den Protagonisten nicht warm? Gibt es halt verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Ich möchte das Buch hier nicht zerreißen, ich möchte alle drei Bücher hier nicht zerreißen, weil es mit Sicherheit genug Leute gibt, die sie mochten. Das hier ist einfach nur meine persönliche Meinung und ich bin einfach mit den beiden nicht warm geworden und dementsprechend war das für mich auch leider der schwächste Teil der ganzen Reihe. Und dann kommen wir last but not least zu Buch Nummer 3. Und da ist gerade bei den Zeilenspringern ein riesen, ich weiß nicht Shitstorm, aber riesen Trara aufgeploppt zu diesem Buch. Ich hatte das Video schon geplant, bevor dieses Trara aufgeploppt ist. Also ja, ich wollte das jetzt auch nicht nochmal alles über einen Haufen werfen, nur weil da gerade ein aktuelles Thema draus gemacht wird. Aber vielleicht kann sich der ein oder andere schon denken, von welchem Buch ich spreche. Und zwar ist das Like Snow We Fall von Ayla
Date, Alter, Date. Ich hab's halt irgendwie nicht so mit den Namen. Also, ihr dürft mir gerne mal verraten, wie die Leute ausgesprochen werden. Ich finde das immer super, super schwierig. Ja. Ich hätte da auch wahlweise The Witches of Silent Creek hochhalten können, weil ich mit dem Buch auch nicht warm geworden bin. Aber das habe ich nicht mehr im Regal stehen. Deshalb habe ich mich jetzt für dieses hier entschieden. Und ja, da ist das gleiche Problem wie bei Gewitterleuchten, dass ich einfach die Protagonisten nicht mochte. Sowohl bei Band 1 als auch bei Band 2. Und da ist gerade ein riesen Shitstorm aufgeploppt, dass die Protagonistin rassistische Äußerungen machen würde, dass die mobben würde, dass die einfach total unsympathisch wäre und wie man solche Charaktere schreiben könnte. Paisley ist einfach Paisley. Klar, das mit dem Rassismus, das unterschreibe ich so. Alle anderen Dinge, ja. Ein Charakter muss eben auch Ecken und Kanten haben und kann nicht immer nur 100% alles richtig machen. Ist auch so. Ich habe auch einiges aus dieser Rezension ähnlich gesehen und habe das Buch auch aus ähnlichen Gründen nicht gemocht. Trotz des schönen Covers. Es soll ja um die Cover auch so ein bisschen gehen. Also ja, wunderschönes Cover. Aber ja, da hätte man auf jeden Fall im Lektorat vielleicht noch ein bisschen was ausbessern müssen. Band 2 fand ich persönlich noch schlimmer. Da konnte ich die Charaktere gar nicht leiden. Und ab Band 3 wird es echt besser. Also da merkt man richtig, dass Ayla sich da gesteigert hat, dass sie negative Rezensionen gelesen hat und reflektiert hat. Und da wird es auf jeden Fall besser, das kann ich euch schon mal sagen. Hier in dem Band leider nicht. Ja, jetzt zeige ich vielleicht mal schnell, um was es geht. Ein See mit glitzernder Eisschicht vor der mächtigen Kulisse der Rocky Mountains. Als Paisley auf der Flucht vor ihrem alten Leben mit ihren Schlittschuhen im Gepäck im verschneiten Aspen ankommt, raubt ihr die bezaubernde Winterwunderlandschaft der Atem. Für sie zählt nur noch die Zukunft. Die begabte Eiskunstläuferin beginnt an der renommiertesten Schule Aspens zu trainieren und träumt insgeheim von Olympia. Auf ihrem Weg an die Spitze darf sie sich auf keinen Fall ablenken lassen, schon gar nicht von dem selbstverliebten Snowboarder Nox. Von allen gefeiert und unverschämt attraktiv steht er im Mittelpunkt jeder Party. Paisley versucht, die immer stärker werdende Anziehungskraft zwischen ihnen zu ignorieren. Doch kann sie Nox wirklich widerstehen? Spoiler-Alarm, kann sie nicht. Als ich die Bücher gerade zusammengeschoben habe, habe ich gesehen, dass die einfach wunderbar zusammenpassen. Ja, drei Bücher, die ich wegen des Covers gekauft habe und drei Bücher, die auch wirklich zusammen wunderschön aussehen. Ja, das ist mal wieder das beste Beispiel dafür, dass die Optik täuschen kann. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und mit diesem wunderschönen Leitsatz entlasse ich euch jetzt ins Wochenende, oder je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich werde euch die Bücher natürlich trotzdem in die Infobox packen, wenn ihr euch vielleicht auch mal Rezensionen dazu durchlesen möchtet, tut das gerne. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.